Hallöchen, hier ist wieder eure Nizi mit WoW-Orte, die kaum einer kennt. Und wir befinden uns diesmal auf der zeitlosen Insel. Hier habe ich ja noch gar nichts gemacht, aber ich habe hier was ganz Tolles für euch entdeckt. Hinter uns liegt das Dorf Alt... wie heißt es noch schnell? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal die Karte auf. Alt Pichu. Und wir wollen in diese Richtung hier. Das heißt, ich nehme einfach mal einen Trank des Wasserwandelns oder Elixier des Wasserwandelns, besser gesagt. Und ja, ich hoffe, dass ich hier nicht so sehr angefeindet werde. Ich habe nämlich immer keine Lust zu kämpfen. Jedenfalls nicht, wenn ich mich auf den Weg irgendwo hin mache, um euch etwas Schönes zu zeigen. Ja. Fand ich ganz toll. Ich meine auch, ich hätte das schon mal gesehen hier auf der zeitlosen Insel. Aber damals konnte man damit noch nichts anfangen. Mittlerweile funktioniert das aber. Kann euch aber nicht sagen, ob das für alle funktioniert. Das müsstet ihr dann selbst ausprobieren. Aber ich möchte ja noch nicht spoilern. So, wir sind hier zwischen diesen Inseln. Zeige ich euch mal. Hier ist die eine Insel, hier die andere. Und hier ist das Schiff. Da müssen wir praktisch genau unten drunter. Ich werde jetzt auch mal meinen Trank wegklicken und meinen Mount direkt unter dem Boot praktisch. Da könnt ihr das sehen. Hier oben ist das Boot. Und da unten befindet sich ein Höhleneingang. Und da werden wir jetzt mal hintauchen. Ihr braucht auch keine Angst haben, da sind keine Gegner drin. Ihr könnt da einfach so rein, ohne euch ein abkämpfen zu müssen. Fand ich auch komisch. Normalerweise stehen ja immer irgendwelche Gegner in den Höhlen hier rum, aber hier war das halt nicht so. Da können wir auftauchen. Und da hinten seht ihr schon ein blaues Feuer brennen. Finde ich sowieso schön, irgendwie diese blauen Feuer. Ich mag das. Dann befinden sich hier noch vier Holzstühle. Da kann man sich draufsetzen. Und was ich ganz süß fand, ist hier dieses Herzchen, was aus dem glitzernden Sand gebildet wurde, wo man ja die zeitlosen Münzen herausbekommen kann. So, und ja, man kann sich auf die Stühle setzen. Bei dem Lagerfeuer passiert allerdings nichts. Aber ich bin ja nicht blöd. Ich setze mich einfach mal auf den Stuhl drauf. Und schwupp können wir sehen, das ist ein finsteres Lagerfeuer. Wollen wir es anklicken? Wollen wir es wagen? Tja. Also normalerweise bin ich ja nicht so mutig. Aber da ich sehr neugierig bin, klicke ich das einfach mal an. Und guck, was passiert. Also wir bekommen Ladebildschirm von Warlords of Draenor. Und was ganz witzig ist, erstmal landen wir hier im Feuer. Und zweitens landen wir in Gorgrond. Das ist Warlords of Draenor. Ja, also wieder ein kleines Extra-Portal entdeckt. Das ist allerdings ein bisschen schlecht, von Gorgrond zu der zeitlosen Insel zu kommen. Also ihr könntet schon dort hinten runter reiten. Ich kann euch das ja mal auf der Karte öffnen. Hier oben befinde ich mich. Da. Da könntet ihr da runter reiten. Allerdings kommt ihr hier auf diesen Berg nicht drauf. Eventuell funktioniert das mit irgendwelchen Ingenieurs-Items, aber ich habe leider kein Ingi. Von daher kann ich euch das leider nicht verraten. Wenn jemand eine Idee hat, wie man hier raufkommen könnte, kann er mir das gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, von der zeitlosen Insel funktioniert es einwandfrei. Und wir können halt von hier auch wieder auf die zeitlose Insel zurückkommen. Ja, und da sind wir auch schon. Wieder mitten im Feuer gelandet. Okay. Ich fand das ganz toll, weil wenn man hier noch etwas auf der zeitlosen Insel ein bisschen questen möchte oder irgendwas anderes zu erledigen hat, dann kann man einfach durch dieses Portal gehen und seine Sachen halt erledigen. Man braucht dann nicht immer
erst nach Orgrimmar durchs Portal und dann auf die zeitlose Insel fliegen. Und das ist immer ein langer, weiter Weg. Hier geht es also sehr schnell. Von daher wünsche ich euch viel Spaß. Bis bald. Eure Nizi.